Mit dem Umfeld habe ich sowieso keinen Kontakt mehr und will auch nicht mehr in diese Scheiße bauen reingeraten. Ne? Viele von den Jungs da drinnen würden draußen ja natürlich keine Ausbildung oder sowas machen. Die haben ihre Zeit mit Drogen oder Scheiße bauen einfach nur so oder Freunde treffen verbracht und haben draußen einfach nichts Sinnvolles gemacht und hier drinnen muss man halt eben was machen. Und ich mache jetzt den Reso-Help-Kurs seit 2 Wochen und ich denke auf jeden Fall, dass es eine sehr gute Sache ist, um sein Leben draußen von hier drinnen aus schon in eine gewisse Richtung zu lenken, weil viele Sachen kann man halt eben nicht im Alleingang erledigen und man braucht Hilfe von außen und dabei ist Reso-Help, also für mich finde ich auf jeden Fall perfekt. Ich fühle mich wie ein ganz normaler Mensch da. Die Leute achten nicht darauf, was man gemacht hat, sondern eher darauf, was man draußen vorhat. Und die gehen nicht in die Vergangenheit, sondern wollen nur eine vernünftige Zukunft ausbauen. Ja. Ich persönlich finde, dass jeder Mensch eine zweite Chance verdient hat. Und deswegen ist es für mich wichtig, den Jungs hier drinnen auch einfach zu helfen, damit sie diese zweite Chance nutzen können. Reso-Help Hameln hat die Aufgabe, im Jugendvollzug bei der Entlassungsvorbereitung zu helfen. Das heißt, wir sind im Bereich Übergangsmanagement tätig und versuchen mit den Jugendlichen so gut wie möglich eine tragfähige Perspektive für die Zukunft aufzubauen. Das heißt konkret, dass wir uns darum kümmern, die Rückfallrisiken, die existieren, so weit wie möglich zu verringern. Dazu sind einerseits natürlich eine Tagesstruktur notwendig, eine geregelte Arbeit, ein vernünftiger Wohnplatz und eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Es wird halt viel angeboten, zum Beispiel Hilfe bei der Wohnungsplatzsuche, Hilfe bei Schulplatzsuchen, Arbeit draußen, Ämtergänger und so. Bei allem sowas helfen die Leute von Reso-Help halt eben. Und das sind ja halt auch Sachen, die man von hier drin aus, wie gesagt, nicht alleine erledigen kann. Reso-Help ist auf jeden Fall eine Hilfe dabei, mein Leben draußen wieder auf die Reihe zu kriegen und halt nicht, dass ich halt eben nicht wieder in dieses Muster von damals falle. Ohne Arbeit, ohne Schule, auf der Straße rumhängen. Und dafür ist halt Reso-Help eben gut, dass das nicht mehr passiert. Ja, dankbar für die Hilfe bin ich schon, ne? Hilft mir sehr viel.